Willkommen zurück zu einer weiteren unfassbar guten Folge Uncharted 4 A Thief's End. Wir spielen die Mission 7, Lights Out. Ich bin der Dennis und wir legen direkt los. Das war ein enges Höschen. Okay, bei Gefahr erhöht sich. Ja, verstehe ich alles. Ja, ich will ja aus dem Lichtfeld raus. Alles gut. Alles gut. Ja, wir bleiben hier schön aus dem Licht draußen. Und klettern und klettern. Und töten. Haha. Und ciao, Kakao. Perfekt. Ja, und mir macht das Spiel unglaublich viel Spaß. Ihr wisst ja, ich habe ja erst vor kurzem den Film gesehen mit Tom Holland, der neu rausgekommen ist. Den haben sie echt gut gemacht, den Uncharted-Film. Und deswegen bin ich direkt wieder angefixt gewesen, hier das Spiel zu spielen. Wir haben ja gerade eben schon das Kreuz geklaut, jetzt müssen wir aus der Villa flüchten. Also das haben sie richtig, richtig gut gemacht. Habe ich auch echt mega Bock drauf, das jetzt mit euch zu zocken. Deswegen, ich hoffe, euch gefällt es auch. Lasst mir gerne ein Like, einen Kommentar, ein kostenloses Abo da. Und dann schauen wir, dass wir hier mal gut durchkommen. Mann. Die Typen sind überall. Alter. Was für Sprünge. Ja, Waffen wären nicht schlecht. Wo muss ich denn hin? Ich weiß es gar nicht. Ich springe einfach mal hier überall. Einfach so ein bisschen lang. Da geht es, glaube ich, nicht lang. Ich glaube, ich muss hier rüber zu dem Haus. Jetzt schnell. Aspetta. C'è qualcosa laggiù? Sì. Penso tu abbia ragione. Hey, trovato qualcosa? Mi sembra tutto. Und hopp, hopp, hopp. Alter, ist so spannend. Sorry, dass ich gerade so wenig rede, aber. Merda. Se riescono a svignarsela, non ce la Ich muss. Mich gerade ein bisschen konzentrieren. Resta concentrato. C'è niente laggiù. Na komm zu Daddy. Und tschüss. Schöne Rolle. Alter, da höre ich schon irgendwelche Motorräder. What? Wie kann ich denn davon sterben? Ah, das ist jetzt aber lächerlich. Dann muss ich da wohl anscheinend nicht runter. Sondern wahrscheinlich da irgendwo hoch. Okay. Das ist aber halt auch so ausgeleuchtet ist hier, ne? Mit diesem blöden Scheinwerfer. Ich glaube, ich muss da lang. Aber ich versuche da schnellstmöglich natürlich rauszukommen. So. Da müssen wir rüber. Okidoki. Schätz mal, ich kletter da hoch. Voilà. Okay, alles gut. Niemand hat mich genau gesehen. Ich mache einfach auf cool und spaziere direkt hier raus. Ja, das wird bestimmt gut klappen. Oh, scusi. Sie dürften gar nicht hier sein. Oh, Sie aber auch nicht. Ich sag Ihnen was. Ich sag's keinem, wenn Sie es keinem sagen. Sie haben etwas, das ich will. Und Sie werden es mir geben. Wirklich? Oha. Das schmeichelt mir. Ob die vom Kreuz spricht? Sehen Sie, wenn Sie mich jetzt
erst entschuldigen. Holy shit. Ich bin nicht in Stimmung für Spielchen. Geben Sie mir das Kruzifix. Lady, oh, sie zieht sogar die Schuhe aus. Sonst würde ich... Alter, wie sie uns halt aufs Maul geht. Was denn? Okay, gut. Schaut euch die Arme von der an, Mann. Die hat voll die krassen Arme. Die macht bestimmt CrossFit. Ich will das nicht tun. Na, dann zeigen Sie mal. Alter. Die greift Hallo, bestimmt Steve, gleich an. Drake. Sind Sie immer so durchschaubar? Ich möchte nur, dass es da bleibt. Alter. Egal, was ich mache. Ich komme nicht raus. Netter Versuch. Die Huch, Mann, die tritt gut. Alter, der weicht nicht aus. Alter! Jetzt her mit dem Artefakt. Nee, ich gehe auf Dreieck. Wissen Sie, wie viele Artefakte ich schon gesammelt habe? Sie müssen sich genauer ausdrücken. Dann will ich das mal verdeutlichen. Alter, die Alte. Ich hab noch etwas Jetlag. Wie wär's mit Unentschieden? Alter, weich aus. Ey, dann macht die... Alter, die kickt uns richtig hart weg. Oder spielen Sie lieber weiter den Klugscheißer? Wir bleiben beim Klugscheißer. Die Klugscheißer-Nummer hat mich weit gebracht. Warum aufhören? Nice High Kick. In meiner Gesäßtasche. Wo ist es? Headbutt, Bitch. Oh shit! Oh shit! Oh shit! Alter Vater. Hat er sich gut gefangen? Unser American Ninja Warrior. Also hier draußen herrscht totales Chaos. Sie versuchen es einzudämmen. Aber alle drehen durch. Alter. Nathan, wo steckst du? Ja, Nathan, wo steckst du? Wir versuchen hier irgendwie mal zu überleben, Mann. Rundes Schild, okay. Die gute Nachricht, ich hab ne Knarre. Bis gleich. Also ich kann da rüberspringen? Ah, ja. Gerade so. Shit. 3, 2, 1. Boah, enges Höschen. Oh, holy fuck. Fuck, Alter, du. Fang! Ja, fang. Kopfschuss. Gut gemacht. Alles klar? Ja, easy. Easy. Von hier aus komme ich nicht zu dir. Schau, der klettert sogar noch mit der Knarre in der Hand. Ja, glaub schon. Okay, wir treffen uns in der Einfahrt. Geh einfach Richtung Balsam. Okay, bis gleich. Alter. Erstmal die ganze Mund hier mitnehmen. Nehme ich alles mit. Eine Idee. Der schnellste Weg führt durch den Balsam. Du hast gesagt, er ist abgeriegelt. Markieren von Targets. Haben Sie ihn geräumt? Dann auf zum Balsam. Verstanden? 3, 2, Risiko. Kopfschuss. Ja, der ist weg. Ich muss darüber. Was macht er denn? Dann muss ich anscheinend darüber. Eli hopp. Mann. Schön die ganze Mund mitnehmen. Es wird anscheinend nicht mehr geschossen. Okay, da muss ich rüber. Alter Vatern, es ist einfach zu spannend. Ist das nur einer? No, es sind zwei.
War ich fast wieder zu vorschnell. Jo, einfach sein Dude ist halt verschwunden und er sagt, oh, war wohl nix. Habt ihr das Knacken gehört? Witzig. Okay, weiter geht's. Das war falsch. Kann ich hier durch? Durch die Tür? Nope, auch nicht. Ah, da muss ich rüber. Non era niente. Alter, wie viele Schuss kann der fressen, Mann? Geht's noch? Ah, da muss ich rüber. Puh, enges Höschen. Dann mal hoch. Holla! 75 Schuss, jawollo, schöne Uzi. Die nehmen wir auf jeden Fall mit. So, und jetzt? Alter, der. Wie viele Schuss hält denn der aus, der Dude, Mann? Oh shit. Erstmal weg, erstmal weg. Ja. So genau ist die nicht, ja? Oh shit! What the heck? Wo kam die denn her? Fuck, ich habe auch nur noch 5 Schuss. Dann nehme ich die mal wieder hier. Okay. Sollen mir recht sein, sollen mir recht sein. Hier geht's weiter über die Häuser. Alter Vater! Was ein Sprung. Okay. Fast beim Ballsaal. Ich mach mich mal unsichtbar hier. Nathan, die nageln mich fest. Du musst mir helfen. Ich komme, Sam. Ja, wohin, wohin, wohin? Oh, gut. Ah, okay, mit der komme ich dann hoch. Andiamo latte macchiato, hat er gesagt. Aspetta. Ja, ja, ich bin gar nicht da. Alter, geil. 3, 2, Risiko! Oh shit, zu viel gefreut. Oh! Was ein Zufall, dass wir genau neben ihm landen. Okay. Ich glaube, ich habe genug von dieser Option. Oh ja. Hab ihn getroffen. Ich auch. Okay, Jungs, Planänderung. Zu viele wollen hier weg. Die Einfahrt ist komplett dicht. Scheiße, und was jetzt? Kommt zum Brunnen vor dem Ballsaal. Ich warte dort. Okay, los. Runter, runter. Ja, ich bin hier unten. Alter. Richtig scheiße. Nathan, die sind nicht allein! Scheiße, Alter, von der falschen Seite. Fucker Dudeldu. Ah, ich habe das Gefühl, man muss sich vielleicht einfach auch nur durchlaufen, anstatt sich durchzuschießen, ha? Müssen wir ein bisschen weiter nach vorne. Alter. Oh
Oh, fuck you. Der hier ist ganz gefährlich gewesen. Also ihr merkt, ich habe Auto-Aim aus. Oh shit. Deswegen schieße ich auch so scheiße. Du brauchst so lange zum Zielen. Oh fuck. Keiner mehr. Ja, lauf. Alter, verdammt. Ja, ich merk schon. Ich hab einen. Alter. Das ist krank. Wo ist mein Leben? Alter, gib mir Mund. Alter, wie stressig. 111 Schuss, ja, das sollte erstmal reichen, oder? Sam, hier lang! Bin bei dir! Ach, genau beim Nachladen, ne? Sally, uns rennt die Zeit weg! Alter, wie kannst du noch leben? Ist ja lächerlich. Alter, wie sie halt von allen Seiten kommen, Mann. Ja, es war klar, dass ich jetzt sterbe. Alter. Wie soll ich mich denn da durchballern? Einfach, ich laufe jetzt einfach durch. Alter, mit einer Faust. Also ich glaube, wir müssen zum Auto einfach durchlaufen. Und deswegen mache ich das jetzt auch. Da rein. Das war echt. Ja, manchmal muss man einfach fliehen. Mann.
Alter, meine Nerven. Okay. Hoffentlich komme ich dafür nicht in die Hölle. Mist. Was? Ist nichts drin. Was? Oh, du bist so ein Arschloch. Er ist dein Bruder. Okay, das Piratensymbol. Sehr gutes Zeichen. Das sind Averys Insignien. Was ist das? Ah. Odium mecum eris in paradiso. Heute wirst du mit mir im Paradies sein. Das hat Jesus zu Dismas am Kreuz gesagt. Genau. Aber was sind das für Zahlen? Wofür haltet ihr die? Eine Art Code. Oder eine Telefonnummer. Kommt schon. Das sind Daten. Hm? Hier. 1659. In dem Jahr wurde Avery geboren. 1699. Lass mich raten. Sein Todesjahr. Den meisten Berichten nach ja, aber wir haben also ein Geburtsdatum, ein Todesdatum und das Paradies. Das heißt, wir suchen nach Averys Grab. In der Kathedrale des heiligen Dismas. Nun langsam. Dort hat Rafe doch schon ewig lange rumgesucht, oder? Ja, die Kathedrale. Seht ihr die Symbole? Ja. Die findet man auf alten schottischen Grabsteinen. Okay, jetzt seht her. Der Grundriss des Orts ist sehr ungewöhnlich. Hm. Hier ist die Kathedrale, aber der Friedhof ist ganz hier drüben. Rafe hat sich die falsche Stelle vorgenommen. Genau. Leute, wir müssen nach Schottland. Okay, okay, halt. Moment mal. Euch ist doch klar, dass Rafe weiß, dass ihr kommt. Ja, darum kümmern wir uns, wenn wir da sind. Dieser Psycho wartet doch nur darauf, dass ihr auftaucht. Und er hat Nadine und ihre gesamte Armee hinter sich. Ja, aber das hier hat er nicht. Der größte Piratenschatz aller Zeiten ist zum Greifen nah. Ich dachte, es ging darum, Sam zu retten. Wollen wir? Aber komm schon, wir wollen doch beides, stimmt's? Wir brauchen den Schatz, damit wir Sam retten können. Ja. Wie findet Elena das alles eigentlich? Ach, Herrje, Junge. Das ist nicht so einfach. Nach allem, was ihr zwei durchgemacht habt. Sie würde es nicht verstehen. Du traust ihr einfach nicht genug zu. Ich kann das Risiko nicht eingehen. Nathan hat recht. Die Dinge liegen jetzt anders. Rafe ist involviert und ich krieg das allein hin, ehrlich. Mhm. Super. Tja, danke für den Rat, ihr zwei Experten. Entschuldigt mich. Hey, ich bin's, ja. Empfang ist mies. Was geht dir durch den Kopf, mein Lieber? Hör zu, mir ist klar, dass es nicht leicht war. Die ganzen Jahre. Tut mir leid, was dir zugestoßen ist. Aber das ist nicht seine Schuld. Das habe ich auch nie gesagt. Er hat lange gebraucht, um da rauszukommen. Ich zwinge ihn nicht dazu. Er wollte es. Er ist für dieses Leben geschaffen. Glaubst du das wirklich? Warum bist du hier, Victor? Weil irgendjemand auf ihn aufpassen muss. Nein, wir sehen uns dann in ein paar Wochen. Ja, mach ich. Okay, ich liebe dich auch. Bis dann. Ja, ich habe ihr gesagt, dass der Job ein bisschen länger dauert als erwartet, was ja auch stimmt. Okay? Na komm, was meinst du? Sam braucht immer noch unsere Hilfe. Naja, ich habe gehört, das Wetter soll in Schottland um diese Jahreszeit ganz toll sein. Und damit sage ich, willkommen in Schottland, Freunde. Wie geil ist das denn? Denn so sind wir auf dem Friedhof ganz ungestört. Mega. Sully. Ja. Hey, pass auf, wir können loslegen. Okay, Kleiner. Waldmanns Heil. Letzte Chance mitzukommen. Naja, wenn du keinen Aufzug für mich hast, passe ich lieber. Okay, dann bis später. Dann bis später. Ja. Also,
bring mir was Schönes Glänzendes mit, ja? Das habe ich vor. Gut. Dann besuchen wir mal Captain. Und ich hoffe, ihr lasst mir auch was Schönes Glänzendes da. Und zwar ein Like, Kommentar oder ein kostenloses Abo. Ich würde mich riesig darüber freuen. Wir spielen weiter beim nächsten Mal das Kapitel 8, das Grab von Henry Avery. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.